Wir beginnen unsere Tour auf Münchens beliebtesten Hausberg direkt an der Wendelstein-Seilbahn am Parkplatz in Osterhofen. Gleich zwei Bergbahnen fahren auf den Wendelstein, eine Zahnradbahn und die Seilbahn. Ganz alleine wird man also auf dem beliebten Berg nie sein, weil immer eine der Bahnen in Betrieb ist. Der Weg führt uns zunächst an einem kleinen Bach entlang. Nach ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof Osterhofen. Dort liegt auch eine Kneippanlage. Gerade ohne Wasser, aber wer im Sommer hier auf die Bahn wartet, kann noch eine Runde kneipen. Dafür empfiehlt es sich aber, ein Handtuch in den Rucksack zu werfen. Wir biegen jetzt von der Teerstraße ab und steigen einen Waldweg hinauf. Bei traumhaftem Wetter geht es schließlich tiefer in den Wald hinein. Weiter geht es bergauf, bis wir schließlich an mehreren kleinen Almen vorbeikommen. Jetzt lichten sich die Bäume und die massive Südwand des Wendelsteins baut sich über uns auf. Von hier erkennen wir gut die Bergstation und die Sternwarte. Der Weg führt uns zunächst über eine weite Ebene vorbei an der Wendelsteinalm auf 1420 Metern, in der in den Sommermonaten Getränke, Brotzeiten und Kuchen serviert werden. Wir lassen die Alm hinter uns und müssen uns etwa eine Viertelstunde später entscheiden, ob wir über die Bocksteinscharte oder über die Zellerscharte auf dem König-Maximilian-Weg aufsteigen. Wir entscheiden uns für die rechte Variante, den König-Maximilian-Weg. Der ist idyllisch gelegen und führt uns direkt zum Wendelstein. Den breiten Weg laufen wir direkt auf das beeindruckende Massiv zu. Dann führen auch schon Stufen das letzte Stück zum Wendelstein empor. Ein Abschnitt erfordert ein wenig Trittsicherheit, ist stellenweise mit einem Stahlseil und sogar mit Geländer gesichert. Groß passieren kann hier aber nichts. Ausgesetzte Stellen gibt es auch keine. Die Wanderung ist technisch nicht sehr anspruchsvoll und daher auch für weniger geübte Wanderer zu empfehlen. Festes Schuhwerk ist jedoch ein Muss. Oben angekommen empfängt uns zunächst die schöne Wendelsteinkapelle. Hier unten liegt das Wendelsteinhaus auf 1724 Metern. Jetzt sind es nur noch gut 100 Höhenmeter bis zum Gipfel. Hier endet auch die Seilbahn. Wer wie wir zum Gipfel will, muss noch einmal eine Viertelstunde einplanen. Im Sommer kann es ein wenig länger dauern, wenn Tourimassen mit der Seilbahn hier nach oben kommen. Ein betonierter Weg führt nun in engen Serpentinen nach oben. Die letzten Höhenmeter zum Wendelsteingipfel sind ein Highlight der Wanderung. Die Aussicht ist einfach fantastisch. Während sich unten bereits ein dickes Wolkenmeer auftürmt, haben wir hier oben auf 1838 Metern Sonne satt und einen wunderbaren Ausblick. Zwar ist der Gipfel mit der Wetterstation nicht gerade hübsch anzusehen, der Blick auf die umliegenden Berge dafür umso mehr. Gipfel wie der Hohe Göll, die Elmauer Halt im Wilden Kaiser oder der Großvenediger sind bei klarer Sicht bestens zu sehen.